Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle keine Sorgen. La 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 la. Walking in a rainy Wonderland. Es regnet nicht stark, aber ein bisschen. Es wird mehr. Hallo, guten Morgen. ja. Einen fröhlichen Gesang, aber ich gucke mal nicht ausschauen. Und ich habe gerade einen Apfelpunsch zugesetzt, weil das ist aktuell das Erste, was man tun muss in der Firma. Apfelpunsch zu setzen, weil der muss ungefähr eine halbe Stunde gut ziehen, bevor ich ihn absägen und in die Kanne schütten kann. Genau. Und der Wartepunsch ist ja dann der Wartepunsch, der Apfelwartepunsch. Das ist aber sehr köstlich auf Nacht geworden und schon wieder gut. Also im Grunde war gut, aber es geht halt dann auch. Kuckuck. Und dann steht einfach mal eine wahnsinnig gute Person da. Und zwar ich. Ja, jetzt habe ich 2 Tage belästigt mit meiner Erzählung, dass wir Pesto Chito machen wollen. Jetzt haben wir heute rotes Pesto gemacht. Einfach mal so. Ein rotes Pesto ist unser Tomatenpesto. Da ist drin, ich muss euch wieder überlisten, getrocknete Tomaten, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Meersalz, schwarzer Pfeffer und Petersilie. Mittag haben wir es heute mal wieder gegessen mit Dinkelvollwertnudeln. Und ich habe schon lange das Tomatenpesto nicht mehr gegessen, weil ich doch so ein Liebhaber von Tombolo bin. Aber das ist voll toll, das schmeckt für echt richtig, richtig gut. Erzähle ich jetzt nochmal, dass wir bald wieder ein Pesto Chito machen. Vielleicht mache ich es aber dann doch nicht. Kann uns passieren. Man weiß es nicht. Oje, heute hat es geregnet. Heute war es sehr regnerisch. Nachmittag hat es aber aufgerissen und ich glaube, es war echt kalt. Ich bin nochmal kurz aussehen und habe es nicht so gemütlich gefunden. Aber war ja vollkommen wurscht, weil ich war hier drin und habe gearbeitet. Ja. Und ansonsten gibt es halt aktuell gar nicht so viel Leistung verzeiht. Dieser besagte Lockdown in Rottal-Inn macht leider ein bisschen nervös. Merke. Und ich bin halt schon wieder ein paar Mal angerufen worden. Wie es denn jetzt bei uns ausschaut. Und Leute, wir sind immer noch Landkreis Passau. Und nach Stand jetzt ist man sicher. So viel also von mir. Heute machen wir nicht so lange, weil ich weiß nichts mehr und ich muss jetzt auch haben wir. So, ganz unter uns gesagt. Geht's an. Wir singen noch. Warum im Gesang muss es sein? Was singen wir denn? Die nächsten. Jetzt geht schon wieder los. Geht schon wieder los. Kann schon wieder nicht singen. Und ihr habt ein Tier, ein Flugtier. Tier, hast du eine Fluglizenz? Die besten Nudeln, das beste Pesto gibt's heute nur im Nudelnestal. Wuhu! Schubidu!